nicht in der Höhe. Aber unterm Strich haben wir versucht, kompakt zu stehen. Das war eigentlich unser Mittel, dass wir gesagt haben, wir wollen, solange es geht, die Null halten und hoffen, dass Oberst-S ein bisschen nervös wird, dass wir vielleicht dann den einen oder anderen Nadelstich setzen können mit Kontern, mit einem guten Stürmer, mit dem Henke, so als Wiekirsch, die halt auch gut zu Fuß unterwegs sind. Haben wir auch in der zweiten Halbzeit, nochmal angesprochen, gewarnt. Die erste Viertelstunde ist ganz, ganz wichtig, dass wir da weiterhin die Null halten, weil wenn Essen Tor macht, dann werden die weiter Gas geben. Ja, und dann sagt mein Co-Trainer in der 15. Minute der zweiten Halbzeit, 15 Minuten haben wir oben, wir haben immer nur die Null und in den 17 Minuten knallt es. Ja, wieder sehr, sehr fahrlässig, den Rückraum freigelassen und dann spielt er den schön zurück. Und, ja, und dann war es leider, dass das zweite sofort ziemlich schnell fällt. Ist natürlich für uns dann sehr schwer, zurück ins Spiel zu kommen, auch wenn Rot-Weiß Essen gegen Wattenscheid geführt hat und gegen Uerdingen geführt hat, aber letztendlich, wir haben schon viel Kraft in der ersten Halbzeit gelassen, wir haben viel Kraft am Wochenende gelassen. Essen führt 2-0 und das ist nicht mal eben locker, dass wir wieder zurück ins Spiel kommen. Ja, macht der Damiano Giroud das 2-1, ja, den Tor natürlich super hält, hätte ich vielleicht gedacht, okay, vielleicht fangen sie dann an zu zittern, hätte vielleicht noch so ein bisschen gehofft, aber er macht es nicht. Ja, und dann kriegen wir 3-4-5. Ich glaube, ein bisschen zu hoch, wenn ich ehrlich bin, und ich muss jetzt meine Jungs ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben natürlich mehr die Köpfe hängen lassen. Unterm Strich geht er sich komplett in Ordnung. Ja, Essen hat das Spiel gemacht, Essen war gut drauf. War uns aber auch klar, ja, ich sag mal, wir spielen ja hier auch nicht gegen eine Blaskapelle, sondern gegen Rot-Weiß Essen. Und ich wäre gerne ins Finale eingezogen, bin ich ganz ehrlich, aber ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich es jetzt nicht sagen würde. Ich wünsche Rot-Weiß Essen alles, alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche meinen Kollegen alles, alles Gute für die Zukunft. Und ja gut, ihr seid im Finale, da würde ich sagen, auf geht's los. Erste Runde DFB-Pokal gehört euch. Dankeschön. Wir haben circa, denke mal, 15 Minuten gebraucht und sind 9 oder 5 Teil zurechtzublicken, was wir für heute gewählt haben. Wir haben einen langen Bett überladen, ein paar Räume der Tennisfelder. Probleme gehabt, die ersten 15 Minuten, haben dann aber, glaube ich, Spiel und Ball kontrolliert bis zur Halbzeit, aber waren zu langsam in der Ballzirkulation, haben die Schnittstellen nicht mehr angelaufen, wenn nicht lang geworden ist, keine Präsenz in der Box gehabt, haben vergessen nachzurücken. Ja, und so haben wir in der Halbzeit, glaube ich, nur ein oder zwei Chancen gesehen auf beiden Seiten. Für uns haben sie da also vorgenommen, dass wir das Tempo nochmals erhöhen, dass wir viel schneller das 1 gegen 1 im Flügel suchen, viel schneller Teamspiel, viel, viel schneller die Schnittstellen anlaufen. Und wir hatten ein bisschen Pech in der Situation meines Erachtens nach. Waren zwei Bänke dabei, die zurückgerufen wurden. Ja, und dann machen wir ja das 1-0, pushen das Rückraum, nicht immer top besetzt vom Gegner, wir haben die Gegner analysiert. Ja, machen, was mich freut, auch wieder ein Eckballtor, ein Schadtor, was mich auch freut. Danach haben wir schön rausgespielt Toren gesehen. Ja, ich gebe meinen Kollegen recht, es war auch meines Erachtens zu hoch. Ja, nach 3-0 und auf 4-2-1 umgestellt, weil schon die langen, heute machen 2-0 lange Bälle, ja, und die drei Leute vorne und die zweiten Bälle uns ein bisschen wehgetan haben. Ja, das System wieder mal umgestellt, ist ein bisschen besser kontrolliert. Haben sie auch ordentlich hinbekommen, wieder einmal was hätten kalten müssen. Ja, und im Großen und Ganzen glaube ich auch, dass wir verdient weitergekommen sind. Hier und da natürlich trotz hoch. Ja, aber das nehme ich heute mal gerne an, dass wir heute mehr Tore schießen, als vielleicht ja, der Spielverlauf hergeben hat gegen einen Gegner, der sehr gut eingestimmt war gegen uns, der uns lang das Leben schwer gemacht hat, aber wo wir auch heute gute Lösungen gefunden haben, ja, um noch Tore zu erzielen.